Jo Leute, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Und wir sind hier, wieder hier. Denn, sagen wir es mal so, ich musste nochmal neu laden, den Kontrollpunkt. Oder besser gesagt, dort hinten ist der Kontrollpunkt. Guten Tag. Und jetzt geht's natürlich weiter. Hier natürlich. Was um Himmels Willen ist das? Das weiß ich nicht. Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Seltsam, seltsam. Und was ist das denn? Eine Sita? Wiener. Eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Vielleicht. Moment, Leute, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Nur ich hörte einfach ein bisschen schlechter. Hier ist ein Grundschatz. Hier drüben. Ich warte erstmal. Hier könnte sich ein Schatz verstecken. Okay, hier irgendwo. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Oder Kräuter? Na gut, dann gehen wir in die Mitte. Was ist das denn? Gucken wir uns mal an. Schau Ach. dir das an. Ein Cutscene, also bis gleich. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? War hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Vergiss Ganesha nicht. Okay, das Ding ist, ich glaube, der Vater war, also, falls ich es richtig verstanden habe, der Vater war hier, da.
schon. Und naja, er hat das alles schon gefunden. Und er möchte eigentlich Chloe nichts darüber sagen, damit sie sicher wird. Aber wie kommen wir dahin? Runterspringen? Das sind Fische, oder? Ja. Arschbombe? Coole Arschbombe. Okay, ist sie irgendwo in der Nähe? Gefunden. Und wieder hoch. Ah, okay. Ich will erstmal schön die Schildkröte betrachten. Und die Fische. Aber am liebsten die Schildkröte. Dann noch runter mit uns. Oh Mann. Und schnell. Oh, das war ziemlich knapp. Und jetzt geht's weiter. Okay, da komme ich also hoch. Und hier ist bestimmt auch was Schönes. Genau, ein Schatz. Hardcore-Schatzsucher-Trophäe bekommen. Interessant. Aber meistens so hardcore bin ich auch nicht. Wenn ich nur gelegentlich ein paar finde, heißt doch nicht hardcore. Oder? Genau. Und wo geht's hier lang? Nirgendwo. Ach so, okay. Das ist blöd gelaufen. Und so. Hey, noch ein Foto. Alter, wie viele Fotos muss ich denn machen? Hey, alles okay? Okay, Katzin, also bis gleich. Bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Klugscheißer! Ja, toll. Jetzt muss ich nochmal. Obwohl, ich glaube, man kommt sogar eine Trophäe. Wenn ich was mache... Moment mal. Ich will mal was testen. Und zwar. Nee, da komme ich nicht hin. Und so. Ich glaube, man bekommt eine Trophäe. Aber das werde ich lieber offline machen. Oder beim Livestream. So, Nadine? Bereit? Ich hab dich im Auge. Es ist ziemlich eng hier. Aber wir können trotzdem durch. Hoffentlich. Ja, schaffen wir locker. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Ja, finde ich auch. So, gibt's... Oh, gibt's hier überhaupt noch was? Gibt's hier überhaupt noch was? Ich glaube, ich muss runter. Und
Nee, da möchte ich bestimmt nicht hin. Ha. Geschafft. Noch ein Foto. Sind schon ganz schön viele Fotos. Ist eigentlich dein Handy wasserfest, wenn ich fragen darf? Wo muss ich denn hin? Hier ist irgendwo ein Schatz. Hier irgendwo ist ein Schatz. Aber genau weiß ich es nicht. Ah, okay. Interessant, oder? Ja, aber wo ist dieser Schatz? Weißt du zufällig, wo der Schatz ist? Nein? Okay. Schade. Schade. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Egal. Dann lassen wir es. Und runter mit uns. Hoch. Alter, ganz schön tief. Ja, komplett geflutet. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Mir auch. Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Perfidies. Das weiß ich auch nicht. Wir gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Also ich habe ein... eins übersehen. Nee, zwei schon. Shit. Naja. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen. Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Also ich habe das Gefühl, das wird wie bei Uncharted 2 sein, dass wir erstmal Asaf helfen müssen und dann ihn umbringen müssen. Mal sehen. Keine Ahnung, ob es da auch geht. Ich glaube aber... Mann! Wie komme ich überhaupt weiter? Und... Hier kann man nicht klettern. Ja, toll. Aber hier ist ein Schatz. Wenigstens das. Ja, wenigstens das. Ja, Nadine. Ich weiß irgendwas mit der Löwenstatue, ne? Ich habe mir eigentlich auch gedacht. Wieso nicht zur Löwenstatue? Und dort hochklettern, aber da ist ja nichts. Ach. Hier. Ich muss mich mal genau umschauen. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Also, ich habe das Gefühl, hier ist auch noch ein Schatz. Und wenn ich recht habe, dann ist es ja noch umso cooler. Hallo? Nee, geht nicht. Schade. Oh, warte mal. Wo ist denn dieser Schatz? Egal, lass mir in Ruhe. Und wohin nun? Ach. Hierhin. Interessant. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Ja, ich sehe zwei. Ich dreh hier mal dran. Und die Hand ah. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Okay, und jetzt.
Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Alles klar. Oh, das war knapp. Schau auf der anderen Seite. Okay. Dann ist ja gut und ich gehe hierhin. Da vorne ist noch eine Kurbel. Ja, das habe ich auch gesehen. Erstmal nach Schätze Ausschau halten. Und jetzt drücke ich wie ein Verrückter. Schatz. Wo habe ich hier einen Schatz? Okay, ich sollte mich beeilen. Ja, das glaube ich auch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nein, aber. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, super Vorschlag. Oh. Hose? Wow, ich kann von hier mein Haus sehen. Ja, das glaube ich ja nicht. Und das war so knapp. Okay, nicht so knapp, aber ihr wisst, was ich meine. Wo muss ich jetzt hin? Hoffentlich brauchen wir jetzt nicht die Scheibe. Ja, finde ich auch. Ja, bin gleich unten. Nee, wer soll es denn sonst sein? Sollen wir jetzt hier runterrutschen oder? Was? Boah. Das war knapp. Danke. Das war wirklich sehr knapp. So, falls ihr euch fragt, warum ich ein bisschen leiser rede, es ist spät, abends, und hopp. Und ja. Okay, so kam ich hoch. Habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Und was ist es? Ich hole Shivas Trommel runter. Eine Trommel? Und oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Oh Mann. Beilung. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Ha, wer ist schneller da? Oh. Das war wirklich knapp. So. Ab mit uns nach oben. Bevor es zu spät kommt. Oder zu spät ist. Tut mir leid. Das heißt wieder runterrutschen. Oder auch nicht. So. Wer bist du denn? Ich glaube, das ist Ganesha. Keine Ahnung. Hä? Ach, okay. Was? Ach, da muss ich hin. Ja, nee, dann Kontrollpunkt neu laden. So, ja. Ach, hier geht's lang. Obwohl. Was muss ich jetzt machen? Muss ich hier runter?
Und... Wow. Ich muss hier nicht runter. Gut zu wissen. Aber was muss ich jetzt machen? Ach, okay. Genauer umschauen. Und jetzt. Oh Mann. Das klingt doch gut. Ja. Glaube ich auch. Dann würde ich sagen, bis gleich, wenn jetzt ein Cutscene kommt. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützt, machen sie keine halben Sachen. Na los. Wow. Schön. Schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Aber wir brauchen noch. Und was ist das alles? Wo soll ich denn hinleuchten? Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wie ist... Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen, okay. Das Licht teilte sich in drei Strahlen auf und Shivas drittes Auge. Ja, ein kleines Gespräch. Du weißt was über Shivas drittes Auge? Ja, Weisheit. Und Zerstörung. Er öffnet es nur, um das eine oder andere zu gewähren. Hoffentlich ist es Weisheit. Bei unserem Glück nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Moment. Tschüss.